So, wir kommen zu dem nächsten, wie ich finde, doch sehr interessanten Themenblock. Wir wollen sprechen über die Themen Mittelstand, Steuern und am Schluss Demokratie. Ich darf bitte die Referenten bitten, sich bereit zu machen und nach vorne zu kommen. Und Herr Dr. Barunig hätte dann zuerst das Wort. Meine Damen und Herren, mein Name ist Barunig. Ich wurde beauftragt, über den Mittelstand oder für die Mittelstandspolitik einen, kann man mich verstehen, einen Arbeitskreis in Gründung zu setzen. Das ist im September erfolgt. Aber nur vor einem ist mir bang: Die Zeit ist kurz, die Kunst ist lang. Das gilt besonders für meine Redezeit. Deshalb will ich gleich Sie ein bisschen aufwärmen durch ein paar Zahlen. Was versteht man unter Mittelstand? Es gibt nämlich keine Definition. Nur die KfW hat für ihre diversen Förderprogramme irgendwann mal festgelegt, Mittelstand ist, was unter 50 Millionen Umsatz macht und unter 500 Mitarbeiter hat. Davon wird im Allgemeinen jetzt unterschieden, die sogenannten Kleinunternehmen, das sind die unter 10 Beschäftigte und unter 1 Million Umsatz. Das ist mir wichtig, weil das spielt für das, was ich jetzt noch referieren werde, eine gewisse Rolle. Von den 3,2 Millionen umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in Deutschland sind 99,7 Millionen sogenannte Mittelständler. Von diesen wieder sind 94% kleine Unternehmen, also diese ganz kleinen. Sie können sich ausrechnen, wie bedeutungsvoll es für uns ist, sich dieser Menschen anzunehmen, denn es handelt sich, jetzt spreche ich, um die modernen Staatssklaven Deutschlands. Über den Mittelstand wird pausenlos geschrieben und gepredigt, getan wird nichts. Die FDP hat den Mittelstand mit Lügen überschüttet, die CDU hat ihn mit Placebos vollgestopft, die Roten haben ihn in unterschiedlichen Methoden unterlaufen, missbraucht und bekämpft. Am schlimmsten sind die Grünen, denn sie verleumden pausenlos diesen Mittelstand als kleine Kapitalisten oder Kapitalisten, haben die Reichensteuer einführen wollen für, vielleicht werden sie es noch, für alle, die über 60.000 Euro im Jahr verdienen, weil sie selbst nicht Mittelstand sind, sondern im Wesentlichen Beamte, können sie darüber nur milde lächeln. So, für dieser Mittelstand beschäftigt aber von den 156 Millionen Auszubildenden, also Lehrlingen, 83%. Ich gehe deshalb auch auf diese Situation besonders ein. So, ich sagte bereits, dieser Mittelstand, diese Staatssklaven vor allem, werden pausenlos
ausgebeutet. Bei den Spartanern durften sie wenigstens niedrige Kriegsdienste leisten und haben deshalb ihr Essen bekommen. Hier interessiert das niemanden. Wir hätten es uns leicht machen können, indem wir das gleiche Programm wie die Drei-Pünktchen-Partei aufplakatiert hätten. Zwei Worte nur, Steuern runter. Damit kann man offensichtlich 14% Wähler erreichen, aber man geht dann irgendwann glatt den Bach runter. Deshalb unser philosophisch-theoretischer Ansatz ist, wir gehen an die kleinen oder sogenannten kleinen Probleme des Mittelständlers oder der Mittelständler ran und versuchen, diese sogenannten kleinen Probleme zu beheben durch pragmatische Maßnahmen. Wobei wir uns immer wieder geprüft haben, kommen wir dann durch die Hintertür mit Steuern runter bei der Tür rein oder geht es wirklich um Vereinfachung des alltäglichen Lebens des Mittelständlers? Und deshalb also, wo ist jetzt? Ah, hier. Deshalb also folgende Forderungen und Wünsche. Erstens, die Zwangsbeiträge der GEZ für Unternehmen müssen sofort weg. Der Unternehmer hat ein Recht zur Kündigung, wenn die Mitarbeiter fernsehen während der Arbeitszeit. Und gleichzeitig soll ich dem Mitarbeiter die GEZ-Gebühr zahlen. Ja, wo kommt denn das hin? Wo soll das hinführen? Das Zweite ist, Zwangsmitgliedschaften bei der IHK, Berufsgenossenschaften und so weiter. Weg damit. Ich sage ausdrücklich nicht IHK abschaffen, aber freiwillig. Das wäre doch etwas. Wer die IHK braucht, der soll ruhig dafür zahlen. Ich habe sie noch nie gebraucht. Drittens steht hier Gewerbesteuern abschaffen, Solidarbeitrag abschaffen. Das steht nur stellvertretend da. Das heißt, alle Steuern, die aus den Informationsmaterial, aus den Daten der Unternehmen erzeugt werden und unter verschiedenen Tarnnamen über uns hereingelassen werden, wie eben Gewerbesteuer, Solidarbeitrag, auch Kirchensteuer nehme ich nicht aus, gehören unter eine Unternehmenssteuer und dann habe ich nur einen Abschluss beim Steuerberater zu bezahlen. Alle Subventionen auf den Prüfstand, und zwar alle, nicht mit der Vorgabe ergebnisoffen, nein, abschaffen. Reduzieren auf das absolute Minimum. Und damit wir das kontrollieren können, jedes Jahr einen Subventionsbericht, den das die Bundesamt für Statistik oder Statistische Bundesamt zu erstellen hat. Vielen Dank, Herr Dr. Baronig. Die Zeit ist schon um. Die rote Karte ist tut oben. Mir leid. Ich hätte noch die ganz wichtige Forderung, die Sommerzeit abschaffen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das war ein schönes Schluss, Herr Dr. Baronig. Hier erwarte ich gelassen das Totschlaginstrument für jeden neuen Vorschlag. Gegenfinanzierung. Auf das warte ich jetzt. Gut, danke schön. Dann bitte ich den nächsten Arbeitskreis ans Rednerpult. Herr Hartmann. Sehr verehrten Damen und Herren, hört man mich? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiter, Steuern und Finanzen, es ist nur da dargestellt. Naja, jetzt Steuern und Finanzen passt ja. Ich bin ein Mann von wenigen Worten und eher mehr Taten. Wir haben uns Konzepte überlegt für wirklich große Sachen, die wahrscheinlich fast 100% der deutschen Bevölkerung betreffen.
Ich möchte mal anfangen. Hören Sie mich jetzt? Ja. Ja. Okay, ich werde mich jetzt nicht mehr wiederholen, ich fange gleich an. Erstes Thema, Sparanlagen bei Bankeninsolvenz. Der Herr Finanzminister Schäuble präsentierte vor ungefähr 2-3 Jahren sein angeblich neues Konzept, wie das aussieht, wenn eine Bank den Gurgel runtergeht, wer zahlt da oder wer wird zuerst in Haftung genommen, um diese Verluste auszugleichen. Nummer eins, das ist das Schäuble-Konzept, Nummer eins, Eigenkapital, das heißt die Eigentümer. Nummer zwei, die Gläubiger. Nummer drei, die Sparer ab 100.000 Euro Guthaben. Nummer vier, die Steuerzahler. Ich glaube, dieses Konzept ist allgemein bekannt, schon länger als 2-3 Jahre. Das heißt, was Herr Schäuble da vorgebracht hat, sind alte Kamellen, als neu präsentiert. Dem steht unser zweigliedriges Haftungsregime gegenüber. Als erster haften die Eigentümer mit Eigenkapital. Als zweiter haften die Gläubiger. Und dabei gibt es keine Ausnahmen und auch keine Ausnahme für den größten Gläubiger, und zwar ist es die EZB. Es gibt keinen dritten Hafter, das heißt Sparer, haften nicht für eine Bankeninsolvenz. Keine Haftung der sogenannten Sparer oder sogenannten Sparers oder Kontoinhaber. Kontoeinlagen sind durch ein Aussonderungsrecht als Sondervermögen zu behandeln und daher nicht Teil einer eventuellen Insolvenz. Manche werden sich vielleicht fragen, wie geht es? Geht es überhaupt? Es geht, wenn, wie bei jeder Insolvenz, die Gläubiger einfach zur Haftung gezogen werden, dann wird die Masse, die von den Gläubigen gefordert wird, auf jeden Fall ausreichen, um die Verluste bei einer Insolvenz, wie bei jeder anderen Insolvenz, eine Bankeninsolvenz ist ja auch nicht anders, wird vollkommen ausreichen, um für solche Schäden oder Verluste aufzukommen. So, zweiter Punkt. Wir sind für eine konkrete Einkommensteuerreform. Die kalte Progression und Solidaritätszuschlag wird mit einem Steuerstufensystem ersetzt. Und zwar haben wir uns das so vorgestellt, dass bestimmte Einkommensportionen mit einem bestimmten steigenden Steuersatz besteuert werden. Ich könnte jetzt da ins Detail gehen, will ich aber jetzt nicht machen. Also es geht bei Null, zwischen Null und irgendeinem Betrag als Steuerfreibetrag los, dann ab diesem Betrag bis zur nächsten Stufe mit einem bestimmten Steuersatz. Das heißt, nur diese Stufe wird mit diesem Steuersatz versteuert. Die nächste Stufe ab 30.000 Euro bis 45.000 Euro mit einem bestimmten Steuersatz, nur diese Stufe mit diesem Steuersatz besteuert. Bitte jetzt Frau von Storch für den Arbeitskreis Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu sprechen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Arbeitskreis Demokratie und Rechtsstaat berührt sicherlich einen Kernpunkt unseres schon Wahlprogrammes und die berührte Identität unserer Partei. Wir haben im Arbeitskreis Demokratie und Rechtsstaat 6 Oberthemen zusammengefasst und 26 Unterthemen. Wir haben dann abgestimmt und haben 3 Themen jetzt erstmal für heute nach oben gestellt. Das ist sicherlich an Punkt Nummer 1. Wir wollen die direkte Demokratie und Volksentscheide. Das Parlament macht Politik an den Bürgern vorbei. Der Wille des Volkes ist auch in wesentlichen Fragen im Parlament nicht mehr abgebildet. Und wir wissen alle, wenn wir eine Volksabstimmung gehabt hätten über den europäischen Rettungsschirm ESM, dann wäre der nicht gekommen. Wir hätten nicht über Nacht 700 Milliarden Euro bewilligt. Es hätte eine breite Debatte gegeben, eine große Transparenz, eine große öffentliche Debatte. Und das ist genau das, was Volksentscheide bringen. Deswegen fordern wir Volksabstimmungen klassischerweise im Drei-Stufen-System, Volksinitiative mit 100.000 Unterstützerunterschriften, dann Volksbegehren mit vielleicht 500.000, allerdings ohne enges zeitliches Fenster. Und dann zum Schluss ein Volksentscheid, und zwar ein Volksentscheid ohne Quorum. Die maßgebliche Frage lautet,
führt das Quorum dazu, dass es zu einer Diktatur der gut organisierten Minderheiten kommt oder nicht? Und wir haben die Frage anders formuliert, wer soll in einer Demokratie entscheiden, der Inaktive oder der Aktive? Wir im Arbeitskreis haben gesagt, der Mensch ist frei, der Mensch ist selbstbestimmt und eigenverantwortlich für sein Tun und für sein Unterlassen. Er weiß, was er will. Er braucht keine Supernanny und kein betreutes Wohnen. Er denkt selbst. Erstaunlicherweise gibt es viele Stimmen, die ein Mindestquorum beim Volksentscheid fordern, aber nicht bei Wahlen. Also, mit Quorum gewinnt der Passive und ohne Quorum muss man aktiv werden, um seine Meinung durchzusetzen. Es gewinnt dann nicht die beste Taktik, sondern die besten Argumente. Volksentscheide ohne Quorum. Der zweite Punkt. Wir wollen die nationale Souveränität Deutschlands erhalten. Wir wollen keinen EU-Zentralstaat. Wir sind für ein Europa souveräner Nationalstaaten. Das ist bereits Kernbestandteil unseres Wahlprogramms. Ich rede in den Applaus immer rein, denn auch bei mir läuft die Zeit ab. Wir wollen dieses Thema halte ich für besonders wichtig, weil es ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist. Alle anderen Parteien wollen den EU-Zentralstaat in kleinen oder in großen Stücken. Die Alternative für Deutschland will es als einzige nicht. Die deutschen Souveränitätsrechte dürfen also nicht an Institutionen der EU oder der Eurozone oder sonstiger Dritte abgetragen werden. Im Gegenteil, übertragene Souveränitätsrechte müssen zurück nach Deutschland kommen. Das ist natürlich auch unser Europathema, aber das ist im Kern auch ein Demokratiethema. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, Artikel 20. Wir verleihen die Staatsgewalt, die Souveränität auf 4 Jahre an unsere Abgeordneten. Und bitteschön, nach 4 Jahren hat diese Leihgutsouveränität voll und uneingeschränkt an uns zurückzufallen. Und dann verleihen wir das in Wahlen erneut. Nationale Souveränität wiederherstellen, kein EU-Zentralstaat. Und dann zum Punkt Nummer 3. Wir wollen den ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice, ich nenne das kurz GEZ, abschaffen. Die GEZ ist keine Demokratieabgabe, sondern eine verfassungswidrige Zwangsgebühr und die muss weg. Die GEZ in Zahlen, bitteschön. Die GEZ hat ein Budget von 7,5 Milliarden Euro plus Werbung, etwa 1,5 Milliarden, macht 9 Milliarden. Im Moment denken wir, dass noch 1 Milliarde über die Haushaltsabgabe dazukommt, also 10 Milliarden Euro, etwa anderthalbfach so viel wie für unser Familienbudget. 26.600 Angestellte bei ARD und ZDF, zuzüglich der freien Mitarbeiter, zuzüglich von 100 Tochtergesellschaften, zuzüglich derer Angestellten und derer freier Mitarbeiter, 22 TV-Sender, 64 Radioprogramme, 2 Rundfunkorchester, 9 Sinfonieorchester, 4 Big Bands und 5 Chöre. Alleine die Orchester von der ARD und ZDF, von ARD, beschäftigen doppelt so viele Mitarbeiter wie die Sendergruppe Pro7 Sat1 für ihr gesamtes Programm. Bei Olympia und bei allen Großveranstaltungen sind wir immer vertreten mit 2 öffentlich-rechtlichen Sendern. Beide Sender berichteten, in London hatten wir 480 Mitglieder von ARD und ZDF und etwa 100 Athleten weniger, 392 am Start. Wer nicht guckt, der soll auch nicht zahlen müssen. Wir haben keine öffentlich-rechtlichen Zeitungen und kein öffentlich-rechtliches Internet und trotzdem eine erschöpfende Bandbreite an Angeboten. Es gibt nicht nur Super Elo, Bild und Bunte. Es gibt die Zeit und die FAZ. Es gibt das Neue Deutschland und die Junge Freiheit. Es gibt die Taz und sogar den Stern lesen noch einige. Freiwillig und freiwillig ist das okay. Das scheint also privatwirtschaftlich zu funktionieren. Warum sollte das bei TV und Radio nicht funktionieren? Natürlich fehlen da im Moment Angebote noch, aber das ist klar. Wir haben einen Monopolisten mit einem 10 Milliarden Haushalt im Hintergrund und dagegen ist natürlich Konkurrenz zu schaffen schwierig. Am Beispiel der Alternative für Deutschland, wer von uns etwas erfahren wollte, 8 Wochen vor der Wahl, der brauchte dieses private Internet, der brauchte diese privaten Angebote oder einige private finanzierte Zeitungen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen brauchte er nicht, ganz im Gegenteil. Da hörte er nur Propaganda, kein Unterschied zum privatrechtlichen, also überflüssig. Also, Schluss. Schluss mit der Demokratieabgabe, schaffen wir die GEZ ab und machen wir so Raum für Wettbewerb. Das
stärkt unsere Demokratie, das stärkt Deutschland und das stärkt Europa und dafür steht die Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau von Storch. Geht das auch? Ja, vielen Dank. Das war auch zeitlich eine Punktlandung. Sie haben etwas Zeit wieder gut gemacht.